Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag auf der Landstraße zwischen Weilheim und Eichelberg gekommen. Ein Mann aus dem Raum Offenbach befuhr um 12.10 Uhr mit seinem Audi die Landstraße in Richtung Weilheim und überholte auf der kurvenreichen Strecke in einer unübersichtlichen Rechtskurve zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Gleich darauf setzte er zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an, übersah dabei aber den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot. Nach dem Aufprall mit dem Peugeot wurde der Audi noch in einen ebenfalls entgegenkommenden Mercedes Vito geschleudert, bevor er schließlich gegen die Leitplanke prallte. Die beiden Fahrer wurden dank des angelegten Sicherheitsgurtes nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholeinwirkung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 14.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.